Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja schon angesprochen worden, es ist ja schlichtweg das Ausmaß und das hohe Ausmaß der Mindestsicherung, die diese syrische Familie, die öffentlich geworden ist, in Wien bezieht. Dieses Ausmaß ist der Grund, warum die Menschen so empört sind. Und ich sage Ihnen ganz offen, nachdem in diesen 4.600 Euro ja gar nicht alle Sozialleistungen enthalten sind, können wir diese Empörung und kann auch ich diese Empörung gut nachvollziehen. Wir teilen das Unverständnis über die Höhe dieser Sozialleistungen, die ein Spitzeneinkommen erreicht hat, das nur ganz wenige in Österreich jemals erzielen. Und als Volkspartei trennt uns in dieser Frage Welten von der Wiener Stadtregierung, aber auch vom SPÖ-Chef Andreas Babler, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie die SPÖ dabei zusieht, dass immer mehr Menschen nach Wien kommen, um das soziale System der Stadt Wien, um die Leistungen dort in Anspruch zu nehmen. Das hat den Grund, weil Wien die höchsten Sozialleistungen in ganz Österreich hat. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wie Andreas Babler darüber nachdenken kann, dieses System auf ganz Österreich auszurollen. Das heißt, nach dem, was Andreas Babler vorschwebt und was die SPÖ vorschlägt, würde diese Familie nicht 4.600, sondern 6.800 Euro pro Monat bekommen. Für uns ist es so, dass mit unserem System, wie es der Bundeskanzler ausgeführt hat, statt 4.600 rund 2.600 Euro dieser Familie zustehen würde, plus die weiteren Leistungen, die angeführt worden sind. Das heißt, ich fürchte, dass Andreas Babler hier einen Weg beschreitet, der in Wien nur zu Problemen geführt hat und zu keinen Lösungen. Mit der Volkspartei wird es das nicht geben, mit unserem Bundeskanzler wird es das auch nicht geben. Deshalb haben wir ein Sozialhilfesystem neu, wenn Sie so wollen, mit Veränderungen hier zum Vorschlag gebracht, wo dem entgegengewirkt werden soll. Die Überblicke wurden Ihnen bereits dargestellt. 5 Jahre Wartezeit auf volle Sozialleistungen. Das heißt, in Zukunft soll es in Österreich den Anspruch auf volle Sozialleistungen erst dann geben, wenn jemand 5 Jahre rechtmäßig sich in Österreich aufhält. Bei Asylberechtigten beginnt diese Frist mit der Zuerkennung des Schutzstatus zu laufen. Die finanzielle Basisstufe samt Sachleistung sichert weiterhin eine einfache, aber menschenwürdige Lebensführung. Wer mit Engagement, mit Leistung, mit Arbeit einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leistet, soll schneller die Möglichkeit erhalten, volle Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Wir meinen damit Erwerbstätigkeit, aber auch Freiwilligentätigkeit, Praktika oder Integrationsmaßnahmen wie Sprachkurse und Ähnliches. Und letztlich geht es auch darum, dass wir im Sozialhilfegrundgesetz ein degressives Leistungssystem verankern, wo die Länder dann die Möglichkeit haben, es für ihre Bedürfnisse maßzuschneidern. Dieses Abstufungsmodell ist in vielen Bundesländern auch bereits umgesetzt. Und auch die einheitlichen Unterstützungsleistungen für subsidiär Schutzberechtigte sind wesentlich, weil sie in allen Bundesländern deshalb die gleiche Leistung erhalten sollen, um diese Binnenmigration zu verhindern. Und wenn wir sehen, dass von rund 12.400 subsidiär Schutzberechtigten in ganz Österreich 10.300 sich in Wien aufhalten, dann sieht man auch, wie hier die Gewichtung tatsächlich ist. Und die transparente und konsequente Sanktionierung für den Fall, dass hier Sozialhilfeleistungen in Anspruch genommen werden, ohne sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. Das heißt, zur Kontrolle und Sanktionierung soll es diese Integrationsdatenbank geben, damit für jene, die sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen halten, auch Konsequenzen damit verbunden sind. Und nicht zuletzt geht es auch darum, dass Sachleistungen vor Geldleistungen stehen und es grundsätzlich mehr Sach- als Geldleistungen geben soll, weil auch damit dem Sozialmissbrauch hintangehalten wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich braucht ein modernes, ein leistungsgerechtes Sozialhilfesystem, das vor Armut schützt, das jene mitnimmt, die es aus eigener Kraft im Moment nicht schaffen, jenen Unterstützung bietet, die das auch dauerhaft nicht können, aber Anreize hat für alle, die die Möglichkeiten und die Fähigkeit haben, einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten und dieses System auch mit zu bedienen, zu finanzieren, damit wir es aufrechterhalten können.
Ein System in die Zuwanderung, der Zuwanderung in unser Sozialsystem soll verhindert werden und sozialen Missbrauch erschwert werden. Dafür brauchen wir eben Ansätze, damit nicht im Sozialsystem das Ziel gesehen wird, sondern in der Arbeitswelt. Genau dieses Ziel verfolgen wir mit unserem Modell der Sozialhilfe neu. Und unser Bundeskanzler hat dazu einen klaren Plan für Österreich, wo wir neben einer sozialen Gerechtigkeit, zu der wir uns bekennen, auch die Leistungsgerechtigkeit und Fairness für jene, die das System finanzieren, mitbedenken und ebenfalls forcieren wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Fehner, Herr Standard, bitte. Wie soll sich die Regelung zur Wartefrist für Asylberechtigte von der Regelung aus Niederösterreich unterscheiden, die der VfGH 2018 gebietet hat? Die soll verfassungsrechtlich funktionieren. Zweite Frage, Sie wollen mehr Sachleistungen statt Geldleistungen, steht schon jetzt im Sozialhilfegrundsatzgesetz, dass es vorrangig Sachleistungen geben soll, wenn das effizienter ist. Wollen Sie es auch ineffizient? Und Sie wollen die Wiener Regelung zu den Aufstockungen von den subsidiär Schutzberechtigten von dem VfGH holen. Das steht zumindest in Ihrer TK-Unterlage. Gilt das auch für die Tiroler Regelung, die genauso funktioniert? Also zur letzten Frage. Wir gehen schon davon aus, dass sich die Länder an die Bestimmungen im Sozialhilfegrundgesetz halten und es jene, die es noch nicht gemacht haben, tun werden. Die letzte Konsequenz ist natürlich, dass das dann vom Verfassungsgerichtshof entschieden wird, wobei ich dazu sage, wenn Wien die Probleme mit diesem Nicht-Einhalten des Sozialhilfegrundgesetzes hätte wie Tirol, müssten wir diese Diskussion gar nicht führen. Weil Sie sehen ja an den Zahlen 12.400 subsidiär Schutzberechtigte, davon 10.300 in Wien. Also das zeigt alleine die Gewichtung. Und weil Sie auch den Verfassungsgerichtshof angesprochen haben hinsichtlich der Aufhebung der Wartezeit, dieses System, und das hat der Bundeskanzler ausgeführt, bezieht sich auf alle, nicht nur auf Ausländer. Das heißt, wir haben diese Wartezeit für alle vorgesehen und das Modell ist, dass es so ähnlich ist wie für die, die aus der EU zuwandern, und den Unterschied zu den Drittstaatsangehörigen wollen wir damit egalisieren. Und letztlich aber bleibt, wir glauben, dass es verfassungskonform ist, weil es den Gleichheitsgrundsatz nicht verletzt, sondern für alle gilt. Entschuldigung, dass ich das verstehe, es gilt für Ausländer, die in den ersten 5 Jahren zu Österreich kommen und für Kindergartenkinder bis 5? Es gilt für alle, die hier den legalen Aufenthalt 5 Jahre nicht haben, egal ob sie österreichische Staatsbürger sind, Drittstaatsangehörige oder EU-Staatsbürger. Gibt es weitere Fragen? Die Frau Striebel von der Zeit, bitte. Ja, die Mindestsicherung ist ja 2010 eingeführt worden, eigentlich, dass man es einheitlich macht. Der Weg ist dann eigentlich gescheitert. Warum ist es in den letzten 5 Jahren in dieser Regierung nicht gelungen, dass man dieses Gesetz, wenn Sie es so kritisieren, verändert? Ja, zum einen, glaube ich, ist einmal wichtig festzuhalten, dass wir damals uns darauf verständigt haben, ein Sozialhilfegrundgesetz zu machen, bei dem die Bundesländer die Möglichkeit haben, auf ihre besondere Wohn- und Lebenshaltungskostensituation zu reagieren. Deswegen ja auch meine Forderung nach einem degressiven System, aber nicht eine konkrete Vorgabe des degressiven Satzes. Das, was für alle gleich sein muss, ist, dass Arbeit aus Leistung, die erbracht wird, indem man arbeiten geht, seine Sozialversicherungsbeiträge zahlt, eben genauso eine Wertigkeit erfährt, auch in der Sichtbarkeit gegenüber Beiträgen, die aus Sozialleistungen, wie auch immer, sich dann zusammensetzen. Denn wir haben ja auf der einen Seite die Sozialhilfe und auf der anderen Seite kommt dann noch die Familienbeihilfe dazu, dann kommt noch der Wohnkostenzuschuss dazu. Das ergibt ja immer unterschiedliche Summen. Und das, was mich am meisten stört, ist das, was wir gerade vorher diskutiert haben. Es ist eigentlich absurd, dass EU-Bürgerinnen und Bürger in Österreich schlechter gestellt sind als Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten. Und diese Ungleichheit muss aufgehoben werden. Die hat einen guten Grund, warum es die EU so geregelt hat. Das hat ja einen Sinn, auch eben sozusagen in der Niederlassungsfreiheit. Dieser Grundsatz muss aber eben auch für andere gelten, die zu uns kommen. Und das wollen wir eigentlich gern umgesetzt sehen. Das zweite Frage. Keine weiteren Fragen gibt. Herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.